herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV mit der ganz neuen Elizabeth mit den kurzen Haaren und jetzt ist sie ein bisschen abgelenkt. Was siehst du da? Was ist denn da? Ich sehe da nichts. Okay, egal. Wir machen jetzt mal hier Piano Action. Ach, wir verschieben es nur. Ich dachte, wir spielen jetzt einen Song. Wir haben eine komische Karte bekommen letzte Folge. Booker. Oha. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo, hier? Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Und wo ist das? Das sieht abgefahren aus. Ich würde gerne den Mülleimer durchsuchen. Und dann geht's weiter. Wo lang denn? Da lang. Komm, Elizabeth. Wir haben keine Zeit. Jetzt sieht die so anders aus. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das ist gar nicht meine Elizabeth. Nur weil sie da die eine Tante aufgespießt hat. Und noch mal machen, ohne sich dann auch unbedingt jetzt die Haare abzuschneiden. Das kann ja wohl nicht sein, Alter. Hier sind ganz viele Sachen. Wo müssen wir lang? Da hoch? Wir müssen da lang. Aber was ist denn hier? Ich will bloß weg hier. Was? Oh. Komm her! Alter! Farms! Farms! Was? Flakgeschütz? Oh shit! Oh shit! Frau Schmidt! Oh. Was? Was denn? Guck mal, da ist ein Hannes. Wir machen das mal so. Pass mal auf. Den nehmen wir mal. Und dann nehmen wir noch. Wo ist der andere? Da. Den nehmen wir auch noch. Munition für mich. Danke dir. Danke. So, du schießt mal bitte auf deine Kollegen. Ich hau auch ein bisschen drauf. Keine Angst, du bist nicht alleine. Wie sehen die denn aus? Was sagst du, Elizabeth? Hier ist einer. Pass auf. Sorry. Aber was sein muss, muss sein, Lady. Wo denn? Headshot. Was tust du denn, Elizabeth? Ich bin fast tot. Wo ist denn mein Schild? Oh, shit. Oh, shit. Mist. Ja, hol mich zurück. Das hast du sehr gut gemacht. Allerdings frag ich mich, wo wir jetzt sind. Guck mal, der Wind. Der Wind. Der Wind. Wollen wir hier schon? Ja. Das Salz können wir mitnehmen. Das Leben ist, naja, fast voll. Ist okay. Was ist das denn? Jetzt. Aber klar. Cool. Und der kämpft jetzt für uns, oder was? Geil. Den hätte ich vielleicht mal früher sehen sollen. Und eine Ananas. Was, warum hänge ich hier fest? Aua. Häng ich wieder fest. Ausreden über Ausreden. Wo denn? Cooper, Achtung! Gut. Danke! Bams! Wasserlache? Bitte sehr. Achso, damit ich da das Elektrojockey raufhauen kann, damit die alle gebraten werden, oder was? Das ist mir viel zu aufwendig, Freunde. So groß ist mein Gehirn dann auch wieder nicht. So. Alles schön ausnehmen. So, das reicht. Wo? Da? Ja. Das ist nicht so lustig. Manchmal sagt Elizabeth einfach, einfach so. Ohne weiteren Sinn. Man kann man ja mal machen, aber... Ich habe Geld gefunden. Hör damit. Hier, Booker. Du siehst so anders aus. Ja, klar, es ist ein bisschen fresh und so. Bin dabei. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war.
Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte sehr. Danke sehr. Hat auch lang genug gedauert, Lady. So, was ist hier denn los? Was ist das denn? Sieh dir das an. What? Ah. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ja, naja. Das sind übrigens Skalpe. Wie ist denn die Mehrzahl von Skalp? Skalpi? Na, Ananas! Yes! Keine Ahnung. Da ist noch Salz, das nehmen wir mit. Und Muni. Können wir hier Muni kaufen? Nee, können wir nicht. Was ist das denn? Ladung? Oh shit, Beherrschung ersetzen. Nein, nein! Ich brauche Beherrschung. Wieso? Warum? Oh Gott. Oh Gott. Drücken, um zu attackieren und einen Tornadoschlag auszuführen. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Okay, das sieht ja ganz toll aus, aber... Warte mal. Habe ich jetzt noch... Ah, alles klar. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dann kann ich so machen und so. Und dann kann ich hier anstelle dessen dann das hier nehmen. Kann ich nicht? Doch. Lala! So, Salz. Und konnte ich hier noch irgendwie was verbessern? Ja, ne? Boost. Schockkette. Bronco. Teufelskuss. Ach, scheiß drauf. Hier kann ich Munition kaufen. Hier kann ich Munition kaufen. Das ist gut so. Schon voll? Ah, ist schon voll. Okay. Aber lass noch mal Munition... Wieso? Die ist doch noch nicht voll. Hier steht 2... Ach so, ich verstehe. Alles klar. Und dann hätte ich gerne noch Munition für die Panzerfaust. So, perfekt. Hier, für die Kasse. Oh, das ist aber nett von dir. Okay. Wie viel ist es? Ganz schön was. Finde ich gut. Wo müssen wir hin? Da hat noch irgendwas gefunkelt. Munition für Revolver. Wer nimmt denn den Revolver? Hier ist noch ganz viel Kohle. Juhu! Da geht's lang. Lauf! Was er verdient. Ich hab sie erledigt. Und der Typ hatte eine Zuckerwatte dabei. Ja, das kann ich verstehen. Weiter geht's. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Nee. Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Was ist hier denn jetzt? Vorsicht, Elizabeth! Ich glaube, da sind böse Menschen drauf. Ah, Prophet, natürlich. Der Prophet sei schon. Das ist ein Patriot, aber von den komischen anderen Vögeln. Der sieht sogar anders aus. Und wieso treffe ich nicht? Wieso treffe ich nicht? Scheiße! Mach mal auf, wir machen das so. Zack! So, jetzt schieß mal auf die anderen, bitte. Dreh dich um, Digga! Dreh dich um, hab ich gesagt! So, jetzt ist er schon wieder nicht mehr mein Freund, das ist doch nicht wahr! Das hält ja nicht besonders lange. So. Und so, geil! Danke! So, jetzt machen wir noch die anderen weg. Das wird ja jetzt ein Kinderspiel. Zack. Und ich sag noch, ne? Und ich sag noch. So. Oh. Meinst du? Zack. Ha. Jetzt bin ich wohl doch nicht so tot, wie du meintest, ne? Digga. Weiter geht's, Elizabeth. Ich glaube, wir müssen hiermit einfach... Ich stand irgendwie... Nowhere to hide. So, Salz. Oh, ist voll. Nicht gut. Mach's mal auf, bitte. Das kriege ich hin. Ich esse so lange Fisch.
Mädel, wir haben doch nicht ewig Zeit. Danke. So, Hebelchen. Los geht's. Geh zu Comstock. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Wer denn? Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt haben sein. Zu haben, gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Ist das alles komisch hier? Ist das alles... komisch komm, hier. Comstock House ist da vorn. Wo denn? Okay. Hier. Wo? Da. Okay. Ich bin bereit. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Wer lacht? Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Ihr seid nicht meine Kumpels, ne? Ups. Ich wollte doch die andere Kraft mal ausprobieren. Boah. Alter. Wieso war der andere auf einmal tot? Ach, weil sein Kumpel ihn getötet hat. Oh, Kopf ab. Entschuldigung. Also nicht, dass ich das nicht gewollt hätte. Das ist ja lustig. Und jetzt sehen die auch böse aus, ne? Seit wir genau wissen, dass die Fitzgerald-Daisy-Tante auch nicht so die coolste war, sehen die auch schon wieder böse aus. Ach übrigens, jetzt wo ich wieder dran denken muss, ich habe letztens gelesen in der GameStar, da hat irgendein Typ... Der Distrikte hört an, exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Da hat irgendein Typ sich Bioshock gekauft. Was denn? Da! What is this? Okay, erzähl ich gleich die Geschichte. Hören wir uns mal an hier. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Oh, shit. Elizabeth, hilfst du mal? Sieht einfach aus. Genau, also da hat sich so ein Typ... hat sich Bioshock Infinite gekauft und dann erinnert ihr euch ja noch an die Anfangsszene, ne? Wo DeWitt getauft wird. Und dann hat er gesagt, nee, das kann er überhaupt nicht vereinbaren mit seiner religiösen Identität. Kriegst du das auf? Und wollte seine Kohle zurückhaben. Kriegt man da die Tür zu? Also ich krieg da nicht die Tür zu. Ich hab da ein bisschen lachen müssen und dachte mir, was ist denn mit euch? Seid ihr nicht ganz dicht? Naja, aber auf jeden Fall behauptet er, dass er auch anstandslos einfach von Steam, die haben ihm das Spiel einfach wieder abgenommen. Und, haben ihm wohl die Kohle wiedergegeben. Aber wie albern ist das denn bitte? Wie albern ist das denn bitte? Naja, Leute gibt's halt, ne? Könnt ihr ja nachlesen. So Details und so. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. So, ich hab's mal ausgemacht. Bisschen Batterie sparen. Läuft gar nicht auf Batterie. Das ist egal. Warum sind wir jetzt hier nochmal rein? Einfach nur, um ein bisschen Vorräte zu holen, oder was? Ich hab Geld gefunden. Her damit. Bitte sehr. Na also. Genau, ich hatte irgendwie letztens erwähnt, ich würde gerne das ganze Spiel nochmal spielen, nur um zu gucken, ob dann... Was heißt um zu gucken? Ich habe an der einen Stelle habe ich ja nicht die Waffe gezogen, sondern habe irgendwie was anderes gemacht. Hey, da ist dein Lockpick. Und dann hat mir der Typ die Hand... mit dem Messer auf den Tisch genagelt quasi und seitdem habe ich ja diese Binde auf der Hand.
Die würde mich jetzt nicht die ganze Zeit nerven, wenn ich den gleich weggebasht hätte, was? Ach so, eine Maschine ist das hier. Ja, ich gucke mir das immer wieder an. Dabei will ich das gar nicht. Wir könnten einen Schadensboost, Magazinvergrößerung bei der Panzerfaust, finde ich total geil. Kostet zwar ein bisschen was. Aber das macht nichts, das nehmen wir. Können wir die noch irgendwie verbessern? Manche Waffen sehen so gleich aus, ne? Hier, Schadensboost. Panzerfaust. Nehme ich auch. Oh yes. Und was können wir hier noch gebrauchen? Nix erstmal. Ich bin erstmal zufrieden. Hier liegt. Oh, guck mal hier. Ausrüstung. Stiefel. Wenn du einen Gegner von einer Skyline austötest, hast du eine 50%ige Chance auf kurze Unverwundbarkeit. Vergleich anzeigen. Was haben wir gerade an? Nahkampf. Haben eine 65%ige Chance, Gesundheit zu verleihen. Das finde ich viel besser. Wir nehmen es mit. Aber wir ziehen es nicht an. Und das war's für die Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch. Ansonsten sehen wir uns ja in der nächsten Folge. Hoffe ich. Bis dann. Das war euer Fischkopf. Tschüss.